Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es darum, Ausrüstung zu nähen, und zwar für einen Wettkampf. Ich muss diese Box ersetzen durch etwas Leichteres und Einfacheres, was ich an einem Chestrig befestigen kann. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Warum mache ich das überhaupt? Ich habe eine Ausrüstung, die ich schleppen muss, und die wiegt momentan 22,5 Kilo, und ich soll die über fast 30 Kilometer schleppen, und das ist ein bisschen viel, das möchte ich nicht. Also versuche ich, die Ausrüstung so leicht wie möglich zu bauen. Ich mache darüber demnächst auch noch ein paar Videos, wie leicht ich die dann insgesamt bekomme. Und ein kleiner Teil davon ist das Handling der Munition. Das heißt, wie kann ich die transportieren, so dass sie sehr, sehr leicht ist, aber jetzt nicht hin und her wackelt in irgendeinem kleinen, in der Tüte, sodass sie nicht beeinflusst wird quasi. Also befestigt und ordentlich stabilisiert mitgenommen werden kann. Was habe ich zur Verfügung? Eine alte Nähmaschine aus den 60er Jahren und ein bisschen Cordura will ich nehmen. Hier solchen Cordura-Stoff wie für Bekleidung, Rucksäcke und so weiter. Ich nehme dann noch ein bisschen Gummiband, in heutigen Zeiten schwer zu bekommen, aber so ein breites geht da schon. Und ja, mal sehen, was ich da noch so finde, ein bisschen Klett oder sowas. Und das sind die Ausgangsmaterialien, mit denen ich jetzt hantiere. Ich habe mir eine kleine Skizze gemacht. Ich will immer so Patronen im Wechsel gegenüber hinstellen, sodass das Ganze ungefähr so die Größe hat insgesamt nachher, sodass da 16 Patronen auf so einem Heft sind. Und davon will ich wenigstens zwei oder drei reinkriegen in so ein kleines Täschchen und auf eine Seite bappen. Insgesamt muss ich 80 bis 100 Patronen mitnehmen können. Mal gucken, wie sich das jetzt so ein bisschen gestaltet. Ich probiere einfach was aus. Ich muss ja nicht immer alles komplett vorher malen. Damit das Ganze nicht ausfranst, zum Schluss noch Nahtband außen drum, und dann ist das Ganze fertig.
So, jetzt ist das Ganze fertig. Das ist das Teil. Hier ist noch ein Gummizug, damit das zusammengehalten wird. Und so kommt das Ganze dann zusammen und kann überall angehängt werden. Und ich habe noch Folgendes. Ja, davon habe ich also 3 Stück plus diesen. Extrem leicht. Und das hier ist quasi auch so ein Teil, nur zum Aufmunitionieren. Immer wenn ich aufmunitionieren will, mache ich das einfach hier rum. Klipp das wieder zu und jetzt kann ich in Ruhe mein Magazin aufmunitionieren. Muss das nicht festhalten in der Box, braucht das nicht abstellen. Vielleicht ist es ja mottrig, dreckig, regnet und so weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zum Thema Munition, wie man die unterbringen kann. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.